Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zum einzigen, ersten und letzten Interview von mir bezüglich des Themas meines Albums, Die Feder Gottes. Gönnt euch den guten Shit und wir starten jetzt. Hast du Features auf dem Album? Egal ob JMC, JBB oder aus deiner Crew? Nein, es gibt keine Features. Das ist mein erstes Album und das ist mein Album. Darum, holy shit. Nur ein Gott. Man hört eine altbekannte Stimme, TF-Shit. Wenn ihr genau hinhört, dann erkennt ihr die wundervollen Klänge der Vergangenheit. Ah, Vergangenheitsklänge für die Zukunft, fürs Leben gemacht. Hört euch das an, ihr werdet ihn erkennen und ihr werdet es lieben. Schließt du nach dem kommenden King-Finale mit den Battles ab oder sind weitere Teilnahmen an Turnieren zu erwarten? Und wird es irgendwann ein Feature mit Jay Jiggy geben? Vorerst sind keine weiteren Turniere geplant und wenn es Turniere geben wird, dann nur noch JBB, weil das ist einfach der größte Shit, man, das ist das Event für alle und ja, die anderen, das ist nix, das ist alles Kleinkram, Scheiße, sowas machen wir nicht mehr, wenn dann JBB, Julian und Jay Jiggy, mein Freund, da wir haben Kontakt und da wird man sicher noch was hören. Welchem Rapper würdest du es zutrauen, nächstes Jahr dein Gegner im King-Finale zu sein? Und was hältst du von Johnny Dixon? Ja, kann kommen, wer will. Und ja, Johnny Dixon ist halt Johnny Dixon. Feder Gottes ist ja dein erstes Album. Wie stolz bist du darauf auf einer Skala von 1 bis 10? 11. Ja, es ist halt mein Debüt, mein erster Schritt in die große, weite Welt. Und ja, verdammt, ich habe halt das ganze verfickte Universum bei diesem Schritt hinter mir mitgerissen. Ja, es ist echt der Knaller. Ich bin stolz auf das Album. Es steckt viel Blut drinne. Nur Blut, kein Schweiß und keine Tränen. Nur Blut und Eingeweide und Gemetzel. Und an dieser Stelle auch ein ganz großes Danke an das ganze Team TF und alle, die dabei beteiligt waren. Also ist ja nicht nur meine Arbeit, wir haben da alle viel Liebe und Power reingesteckt. Und ja, ich bin verdammt stolz, mein erstes Meisterwerk. Und wir freuen uns alle auf Teil 2. Und der kommt. Wirst du andere Rapper auf deinem Album dissen? Versehentlich. Ihr kennt den Diss, das ist mir halt so rausgerutscht. Ja, mehr werden auch nicht gedisst und ich bereue diesen Diss, weil ich jetzt so ein ekelhaftes Wort auf meinem Album habe, aber naja, ist halt dumm gelaufen für uns beide. Aber einer kriegt ja immer in die Fresse, ne? So ist das im Leben. Im letzten Interview hast du gesagt, dass du eine Idee hast, wie du trotz Maske Live-Auftritte machen kannst. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Ich weiß nicht, ich bin eher der Chiller, aber wenn ihr Bock darauf habt, dann postet mal ein bisschen, dreht mal ein bisschen am Rad und dreht durch. Ja, und wenn ich da sehe, dass die Leute Bock darauf haben, dann kriege ich vielleicht auch Bock. Und dann bewege ich mal meinen Arsch hoch und dann kommen wir. Und wenn wir kommen, kommen wir richtig. Wir haben die besten Leute am Start, wir können das alles regeln. Ist kein Problem. Wenn ihr Bock darauf habt, dann habe ich auch Bock. Wurdest du auch von Labels angefragt? Ja, wir wurden in der Vergangenheit mal angefragt. Haben wir uns zusammengesetzt, ein bisschen unterhalten. Ja, ihr kennt das Label vielleicht. Grüße an SpongeBoss, aber wir haben uns für einen Schritt weiter nach oben entschieden und sind jetzt bei Major Moves und machen mit Major Moves Major Moves. Ab wann hast du angefangen, das Album zu produzieren? Also ab wann war dir klar, dass du nicht nur mit Battle Rap, sondern auch mit normaler Musik durchstarten kannst? Das war mir schon immer klar. Scheiße. Ja, wann haben wir mit der Produktion des Albums begonnen? Das war, wann war das? Februar, März, ja, ich glaube, aber es war Anfang des Jahres auf jeden Fall. Mann, und wir haben echt hart gekämpft, ey. Wir waren jeden Tag hier im Studio. Mein guter Bruder und ich haben hier hart gefightet und getextet und geschlachtet. Obwohl getextet habe ich zu Hause, aber geschlachtet wurde hier. Ja, aber die Albumaufnahmen gingen gut voran. Wir haben echt viel Gas gegeben, viel Power, viel Energy und Love. Und wir haben, glaube ich, an die 2, ja, 3, 4 Monate aufgenommen.
Ja, der gute GOT mixt das Ganze dann schön durch und der gute Menu macht einen guten Beat, Alter, und dann wird geschlachtet, Freunde. Das war gut, es ging schnell. Wir haben auch weitaus mehr aufgenommen, als ihr auf dem Album hört. Album Nummer 2, Bonus-CD, sag ich. Wisst ihr Bescheid. Was ist dein Lieblingstrack aus dem Album? Mein Lieblingstrack vom Album ist definitiv Fünftes Element. Es ist ein sehr ehrlicher Song geworden. Also ich habe ihn echt aus einem wahren Gefühl herausgeschrieben. Und ja, man hört auch eine gute alte Stimme aus der Vergangenheit. Peace, Bruder. Gönnt euch den Sound, der ist sehr gut, sehr anspruchsvoll. Steckt viel Arbeit drin. Auf jeden Fall war es der anspruchsvollste Song, was die Produktion angeht. Es gibt auch andere gute Songs. Bunte Schatten ist definitiv einer meiner Favoriten. Verbotene Bilder ist auch sehr, sehr gut. Ja, und Heroin aus der Steckdose ist halt ein wahrer, beschriebener Leidensweg. Also, der ist traurigerweise auch sehr ehrlich. Dummerweise ist Fünftes Element auch ehrlich, aber es ist trauriger, dass Heroin aus der Steckdose auch ehrlich ist. Aber ja, gönnt euch. That's the life way of entertainment, baby, man. Zieht euch das rein, man. Das wird der Hammer. Das ist echt krass. Zieht euch rein. Yeah. Was sagst du zu SpongeBob's Faust Kollega? Ja, die sollen das mal unter sich erklären. Ich gucke mir das hier von oben an, gucke ich auf die Beine runter und gucke, wie die kleinen Sträuche sich da ein bisschen zanken. Ich amüsiere mich darüber. Es macht Spaß, mir das reinzuziehen. Ich fand den Song von SpongeBob, wenn man das jetzt mal auf das letzte Drittel runterbricht, aber den Diss-Track gegen Kollega, hat mich nicht geflasht. Teils war der Song aber auf jeden Fall fett. Dieses Apokalyptika-Ding da war cool, auf jeden Fall. Ja, und sonst, ja, kein Plan. Die sollen das da mal machen. Ich zieh mir das rein und ganz simpel. Kommt noch ein Snippet im Februar und wird es ein Unboxing-Video von dir persönlich geben? Snippet wird definitiv kommen. Ob es im Februar oder März ist, weiß ich nicht. Kommt aber auf jeden Fall und ein Unboxing-Video wird es wohl auch geben. Vielleicht nicht von uns, vielleicht von jemand anders. Es gibt viele gute YouTuber, die da schöne Unboxing-Videos machen. Peace an der Stelle. Ich habe da ein paar Leute am Start und die werden das Ding dann wohl für euch auspacken. Ja. Klingt perverser, als es gemeint ist. Hast du jetzt öfter vor, Trap-Songs zu machen? Ich habe es nicht geplant, aber weiß nicht, Bloody Mary hat alles gefickt, so, ne? Ich meine, hört euch die andere Trap-Scheiße an, die Lappen da versuchen. Mann, das ist ein gottverdammtes Masterpiece geworden. Der zweite Teil von Bloody Mary ist auf dem Rechner, er steht, ist noch nicht aufgenommen, aber vielleicht kommt der. Ich könnte auch noch 1000 Trap-Songs machen, Mann, und die werden alle geil. Das ist je nach Lust und Laune, Mann, ich guck. Wenn ihr Bock habt, mag ich vielleicht noch einen. Teil 2, Bloody Mary. Wollt ihr das? Ja, machen wir. Machen wir noch, Kinders. Bloody Mary 2, incoming. Bist du schon mal bekifft oder besoffen am Drehen fürs Album gewesen? Wenn ja, wurde es rausgeschnitten oder sieht man das irgendwo? Liebe Grüße, Marvin. Bitte grüße mich. Schöne Grüße, Marvin. Also, ich bin hart verhasst beim TF-Team, da ich fast bei keinem Videodreh nüchtern bin. Nein, Spaß beiseite. Obwohl, da ist schon ein Funken Wahrheit drin. Also, es gibt viele Drehtage, an denen ich am Tag zuvor echt hart gesoffen habe. Heute zum Beispiel, ich habe gestern hart gefeiert, Jungs, Mann, ohne Scheiß. War wieder wild auf jeden Fall. Ich grüße an die ganze Gang in Hessen und Oldenburg und wo wir waren. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ich war überall. Grüße raus. Ja, das passiert leider oft. Also für mein Team leider. Für mich ist das dann mal so nebensächlich. Ich bin ja dann immer noch betrunken und habe mega viel Alkohol. Ja. Der weiße Staub hält warm, was soll ich sagen? Team ist sauer, ich bin besoffen, merkt nichts, aber die kennen das von mir so. Sonst wär's nicht real, der dicker Entertainment-Shit, man. Normal, immer. Entschuldigung, Bruder. Jungs, tut mir leid, aber es ist ja. Was wird alles in der Box sein? In der Box gibt es
das wundervolle Album Die Feder Gottes, die dazugehörige Instrumental-CD vom guten Menu, Peace an dieser Stelle, ein schönes Poster, eine Autogrammkarte und einen wundervollen Anglerhut. Ja, yeah, also es ist besser, ihr kauft, denn das Töten von Menschen ohne Anglerhut ist nach Album-Release gesetzlich erlaubt. Kennt ihr doch, A Cappella-Shit, Mann. Ja, das war's. Das ist auch genug, das reicht. Aber das Album, ich hätte auch einfach nur das Album machen können und eine leere Box. Einfach nur die Boxen, das Album ist so Power, das würde schon vollkommen ausreichen. Ja, das so, als ob da 20 Alben in der Box sind, ey. Das ist der Hammer. Scheiß auf den Inhalt, Mann. So, kauf das Album, Mann. Und die Box. Warum hast du das Album Feder Gottes genannt und nicht Todpilot oder so? Todpilot? Kein Plan, ey. Ich glaube, damit wäre ich irgendwie gegen die Wand geflogen, ey. Mit so einem Scheißtitel. Was hast du für eine Idee, Mann? Nein. Feder Gottes, Bruder, das ist der heilige Name, Mann. Es beschreibt das Album einfach perfekt. Göttliche Texte, göttliche Musik, göttliches... Ist göttlich, Mann. Es gibt einfach keinen zutreffenderen Namen. Es ist, beschreibt das Album perfekt. Hört euch den Scheiß an, kauft die Scheiße, gönnt euch das und hört das Album einfach durch und danach sagst du, warum heißt das Album Feder Gottes? Du hörst es von Anfang bis Ende und dann sagst du, okay. Wann kommen die anderen Tracks, wo wir dich von der anderen Seite sehen werden? Sehen werden, von der anderen Seite. Hier, oder hier. Nein. Ja, ist alles auf dem Album vertreten. Kauf den Scheiß. Ich wiederhole mich irgendwie. Kauf den Scheiß. Wiederhole mich irgendwie. Ja, aber das Album wird auf jeden Fall der Kracher. Und es gibt viele neue Songs, so bin ein bisschen von der Battle-Schiene runter. Es gibt aber auch Battle-Songs für die hart eingefleischten Fans, die Alter an den harten Entertainment-Battle-Shit lieben. Und da gibt's auf jeden Fall wieder, richtig, da wird wieder richtig schön die Fresse poliert, Freunde. Da gibt's wieder Beste. Aber es gibt auch viele nachdenkliche Songs, neue Songs, andere Songs, bessere Songs. Ja, es geht weiter so. Es geht voran, es gibt neuen Shit. Gönnt euch das. Top, warte. Wie laufen deine Albumverkäufe? Bist du zufrieden oder geht da mehr? Oh, da geht noch mehr. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Aber ihr könnt ruhig nochmal richtig Gas geben jetzt hier und alle nochmal 3 Boxen zur Reserve kaufen. Eine für da, eine für da, eine für da. Ist auch besser, wenn du überall eine Box stehen hast. Weißt du, dann musst du nicht irgendwie, du kommst bei dir ins Zimmer rein, sagst du, hier, da ist die Box. Du musst einfach sagen, da ist die Box und gar nicht mehr die Hand bewegen, weil überall eine steht. Ist viel angenehmer. Kauf dir gleich 5-6 Stück, sagst, ey, da ist die Box. Und da ist einfach überall eine Box. Hast überall eine Entertainment-Box, Digga. Ist doch der Hammer, Alter. Hol dir 5 Stück, Mann. 10. Gönn dir, Bruder. Beste. Was würdest du mir empfehlen, meinen Freunden zu sagen, um sie von dir zu überzeugen? Oder kurz beschreibe dich und deine Songs möglichst knapp. Gewalttätig, hasserfüllt, brutal, zerfetzend, zerstückelnd, zerhackend. Ja. Yeah. Geil. Aggressive, in die Fresse Musik. Aber so, du musst die Mucke nicht jedem zeigen, Mann. Die Leute, die mich kennen müssen, die kennen mich. Wir sind nicht viele, aber wir sind genug. Ja, ist für jedermann was dabei auf jeden Fall. Zieht euch die Scheiße rein, Mann. Wie lange hast du gebraucht, um analog, digital bzw. Bloody Mary zu schreiben? Und fängst du mit Strophe oder Refrain an? Ich fange immer mit den Strophen an bei den Texten. Und ja, für analog digital habe ich, glaube ich, am Stück durchgeschrieben. Der ging so locker von der Hand. Bloody Mary waren, glaube ich, 2 Tage. 2 Tage habe ich daran geschrieben. Ja, und ja, ich schreibe den Song halt bei mir ganz gechillt auf Schnaps und Kokain in meiner kleinen Besenkammer. Und dann wird die Hook hier zusammen im Studio mit dem TF-Team gebastelt und das macht das Ganze dann zu einem Meisterwerk. Das ist der ganz normale Ablauf, der normal way of life, baby. Wie kam es zum Kontakt mit Major Moves? Das hat der gute Menu für uns organisiert. Der hatte da ja schon den Fuß in der Tür und ja, dann kam der Kontakt zum guten Ganji. Peace an dieser Stelle, Menu und Ganji. Ja, und jetzt sind wir
verfickt nochmal worldwide unterwegs, Mann. TF International. Jetzt stehen uns alle Türen offen und jetzt wird rasiert, Freunde. Jetzt kommen wir. Wie kommst du auf die Entenmaske und wird es Autotune im Album geben? Was? Ach, schnapperst du. Autotune ist doch... Nein, Mann. Was? Wie komme ich auf die Maske? Das ist doch alles bekannt, Mann. Guckst du mir ein altes Interview nicht, oder was? Erstes Interview nicht gucken, zweites Interview Fragen stellen. Fick dich. Hattet ihr für die Videolocations der JBB-Runden Genehmigung und habt ihr dann alles wieder sauber gemacht oder blutig hinterlassen? Ja, wir hatten überall Drehgenehmigungen, mehr oder weniger. Ja, es war teilweise sehr kostspielig. Einige Präsidenten wurden getötet, bestochen und bedroht. Aber letztendlich hat alles geklappt. Es war teilweise teuer, schmerzhaft für andere, aber wir haben das alles geregelt. Und ja, von den Drehs auch, wir machen da eigentlich nicht sauber. Das J-Jiggy-Video zum Beispiel wurde ja nicht ausgeschmückt. Das haben wir, diese blutige Szene mit der blutigen Wand, mit dem Feuer, das haben wir halt bei mir zu Hause gedreht und die Wand war halt schon vorher so vom Vorabend. Ja, also ne, da haben wir dann einfach mal die Linse raufgehalten und den guten alten Jiggy weg. Nein, Spaß, alles gut. Peace an Jiggy. Welches Lied hast du zuerst produziert oder geschrieben? Der allererste Song fürs Album war tatsächlich Analog Digital, die erste Single. Den haben wir aufgenommen und da hatten wir schon das Gefühl anfangs, dass wir sagen, okay, das könnte vielleicht sogar eine Single werden. Und ja, zur Mitte des Albums wurde dann klar, ja, das wird die Single. Als wir kurz davor waren, die Single rauszuhauen, haben wir gesagt, soll es wirklich die Single werden? Dann haben wir gesagt, ja, wir lassen uns da nicht beirren und vertrauen einfach unserem ersten Gedanken und sagen, das Analog Digital ist das erste Baby, das wir in die Welt raussenden. Und ja, es kam raus, es hat gekillt und gefickt ohne Ende. Und so war es geplant, so ist es gelaufen und so wird es auch weitergehen. Wirst du mal bei Rap am Mittwoch oder Don't Let the Label Label You mitmachen? Don't Let the Label You, nee, nein. Nee, das ist einfach nicht mehr unsere Liga. Wenn jemand ein richtig schönes Battle will, dann kommt er. Es kann jeder kommen. Jeder, der Rapper ist, sich Rapper nennt oder meint, einer zu sein oder irgendwann mal zu werden, kommt her, packt 10.000 Euro auf den Tisch. One and one, auf Beat, a cappella, auf deine Mutter. Scheißegal, Bruder. Werden alle gefickt. Bringt Geld mit, Familie fürs Vergnügen danach und dann können wir starten, Freunde. Werden mehr Produkte bezüglich Feder Gottes im Merch Store zu finden sein? Es ist momentan nichts geplant, aber ja, genauso wie ihr würde ich mich auch darüber freuen, wenn es irgendwann mal ein wunderschönes die Feder Gottes Shirt geben wird. Vielleicht so im Look des Covers, schön so in Gelb für den Sommer. So, ja, wäre schön. Vielleicht kommt da was. Ich werde das mit meinem Team besprechen und wir werden dann entscheiden, ob es zukünftig Feder Gottes Merch geben wird. Nichts geplant, aber möglich. Wie schwer ist es eigentlich, so einen Rap zu produzieren? Was braucht man dafür und wie kommt man auf so einen krassen Text? Im Grunde genommen braucht man nur einen mittelgroßen Stift, einen kleinen Zettel und ein großes Gehirn. Da hapert es leider bei den meisten. Ja, es ist eigentlich sehr simpel, den Text aus. Das Produzieren an sich ist halt für den kompletten Track ein bisschen aufwendiger. Text schreiben, aufnehmen, liegt in meiner Hand. Das geht so von der Hand, das ist gar kein Ding. Dann nehme ich bei dem im guten TF-Studio auf. Ne, das ist dann halt, Aufnahmeleitung ist da, dann wird der Track weggeschickt und gemixt, dann wird ein Beat gemacht. Das ist halt auch ein sehr aufwendiger Prozess, von dem ich aber nichts mehr mitbekomme. Für mich ist das sehr simpel eigentlich. Aber da stecken halt viele andere Hände mit drin, die den Track dann fertig machen und ja, jeder leistet seinen Teil und die Arbeit ist, denke ich, da korrekt verteilt. Es ist sehr aufwendig eigentlich, aber es geht halt nicht von einer Person aus. Wie viel Geld habt ihr insgesamt fürs Album bezahlt? 50.000 Schillinge! Nein, im fünfstelligen Bereich, es war kostspielig, aber TF hat keine Kosten und Mühen gescheut.
Wir haben Gas gegeben. Ist die Sache auf jeden Fall wert gewesen, sagen wir so. Ja. Teuer, aber es ist auch, hat sich gelohnt. Es ist ja auch der Hammer. Ihr werdet es ja hören und dann werdet ihr sagen, oh, gut, dass Entertainment da 10 Millionen Euro reingesteckt hat, weil es ja auch gut. Ne? Gibt es eigentlich eine Line vom Album, die du übelst feierst und die du auch schon preisgeben könntest? Es gibt jede Menge Lines auf dem Album, die ich feiere. Ich feiere eigentlich jede Line. Ob auf meinem Album oder auf dem Teller, das ist mir eigentlich egal. Ja, was kann ich euch einen Preis geben von meinem Album? Wollt ihr eine kleine hören? Ja, was haben wir denn da? Ich fick deine Muschi in den Arsch. Das ist wie bei Katzen. Geht der Schwanz nach oben? Ist die Pussy in Gefahr? Ja, es gibt viele geile Lines. Das war nur ein kleiner Leckerbissen. Ja, die Fans wollen ein paar Punches meiner unredlichen Battle-Technik und ich komme mit ein paar neuen wie eine umgedrehte 66. Ja, es gibt viele geile Lines. Gönnt euch den Shit. Es ist viel Zerfickung auf dem Album. Also. Wie lange dauert ein Videodreh durchschnittlich? Durchschnittlich 8 Stunden. Wird manchmal ein bisschen mehr, aber das Entscheidende bei TF-Videodrehs ist nicht die Zeit, sondern die Temperatur. Es sind einfach immer minus 50 fucking Grad. TF-Drehs sind immer kalt, frostig, regnerisch. Also eigentlich wollen wir immer schöne Sommervideos drehen, aber ja, unsere Umwelt lässt das nicht zu. Darum sind alle TF-Videos düster und dirty und dreckig und eklig, schmutzig, brutal, weil es einfach kalt ist. Es ist einfach kalt. Wir gehen da gut gelaunt hin zum Dreh und nach 5 Minuten frieren sich alle den Arsch ab. Alle sind abgetürnt, sagen, machen Pisse, voll kalt. Darum alle Videos aggressiv. Feuer, diese fucking Pyro-Effekte in den Videos, das ist ja nicht aus Spaß. Es ist einfach fucking kalt, Mann. Das ist ja kein Effekt, den wir drehen, weil es geil aussieht, sondern einfach, weil es schweinekalt ist, Mann. Wieso kommt keine normale Audio-CD-Version des Albums heraus? Wer sagt das? Freunde, es kommt natürlich eine normale CD-Version raus. Und zwar kurz vor Release oder nach Release. Ich glaube, vor Release des Albums wird es auch eine normale Version geben. Auf jeden Fall, es gibt ja nicht nur die Box, obwohl die Box viel, viel geiler ist. Kauft ihr alle die Box, Mann. Scheiß auf die normale Version. Ich will, dass ihr alle eine Box kauft, Mann. Was so? Wer fragt danach nach einer normalen CD von Entertainment, Bruder? Was hast du? Willst du nicht diese geile Autogrammkarte und das fette Poster haben, oder was? Oder hast du kein Geld? Ja. Hat die Frage Jasper gestellt? Nein. Gönnt euch die Box oder... Ja, okay, Mann. Für die Hartz IV, Leute, gönnt euch auch die normale CD. Die wird auf jeden Fall auch kommen. Aber Box ist geiler. Spar einfach einen Monat länger und hol dir die Box. Simple. Sind die Autogrammkarten in der Box handsigniert? Yes, alles handsignierter Shit. Direkt aus der Feder Gottes signiert. Einmaliger, unglaublich wunderschöner Artikel in dieser Box. Gönnt euch den Shit. An einigen kleben vielleicht noch andere Sachen dran, weil ich war beim Autogramme unterschreiben ein bisschen abgelenkt teils. Also andere Sekrete auf der Autogrammkarte kommen auch von mir, aus mir, aus meinem Innersten. Gönnt euch. Geil. Ja, das war das Interview, Freunde. Ein paar abschließende Worte für euch. Ein ganz großes Fickt euch an alle möglichen Plattformen, Rap, Hip-Hop, Pop, Scheiß.de, alles Wichser. No Support von keiner Seite, wir machen alles alleine. Wir haben jetzt Major Moves im Rücken, Mann, uns hält nichts mehr auf, Mann. Wir werden alles abrasieren. Die Ära beginnt, Mann, wir machen den Scheiß alleine. Ihr wisst ja auch, wie der Scheiß läuft, Mann, TF. Wir regeln Major Moves, 12 Fingers Family 2017. Feder Gottes.